Heute kommst du ran. Ab aus dem Kühlschrank und ab in mich hin. Ich grüße euch und heiße euch recht herzlich willkommen zur Bieranalyse, diesmal von Berliner Kindelweiße Waldmeister. Wie komme ich zu dem Bier? Ein Kumpel hat von seiner Mom 6er-Träger bekommen. 4 davon stehen jetzt bei mir, das muss jetzt weg, deswegen mein allererster Geschmack davon. Die anderen 3 werde ich irgendwie noch schaffen. Wollen wir mal damit anfangen. Übrigens, frohes Bergfest. Ich hoffe, ihr alle habt jetzt so allmählich Feierabend, während ich das Video hier schneide und so. Und könnt eins mitgenießen bei diesem, ja doch sehr heißen Wetter. Riecht komplett nach Waldmeister mit ein bisschen Sahne, Vanille oder sowas. Wir haben hier die beste Flaschenform der Welt. Jeder kennt sie, jeder liebt sie. Wir haben die beste Füllmenge der Welt. 0,33. Deliciose. Und wir haben perfekten Alkoholgehalt von 3,0%. Ja, was anderes sagt der Licht. So, was haben wir drin? Mischgetränk aus 99% Berliner weiße Schankbier und 1% Getränkesirup. Was ich interessant finde, die natürlichen Zutaten können sich am Flaschenboden absetzen. Ja, irgendwie klingt das alles nicht so vielversprechend. Aber ich finde, das schmeckt einfach jetzt, wo es kalt ist, wie Waldmeister Wassereis. Aber trotzdem noch sehr süß. Und man hat nach dem Trinken das Gefühl, es setzt sich ein bisschen Sirup, Gelee-artig, so vielleicht Honig-ähnlich, am Gaumen fest. Das geht doch nicht! Bier ist es sowieso nicht, das wissen wir alle. Und dann noch 3%. Kein Wunder, dass mir das geschenkt wurde. War der letzte Mal nicht gut. Welche Gründe gibt es, sich anstatt Bier mit Waldmeister-Sirup zu kaufen? Ich zähle mal auf. Erstens, keinen. Und dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Es musste halt weg. Wochenende kommt wieder was Vernünftiges. Versprochen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Und an der Stelle vielen Dank und Grüße gehen raus an die neuen Abonnenten. Mittlerweile sind es 159. Also ich glaube jetzt 3 oder 4, ohne dass ich ein neues Video hochgeladen habe. Sehen wir uns Wochenende wieder. Ich verabschiede mich hier mit Tschüss, Kinnerts. Jo, kleiner Nachtrag. Also ich habe es jetzt nochmal in Zimmertemperatur probiert und das ist ja noch schlimmer. Mir erschließt sich die Zielgruppe jetzt einfach nicht. Leute, die Bier trinken wollen, holen sich sowas nicht. Und Leute, die Waldmeisterbrause trinken wollen, die holen sich sowas nicht. Verdammte Scheiße, wer holt sich den Mist? Warum gibt es das? Lass die Finger davon. Gekühlt, gut. Für Leute, die keinen Spaß mögen. Und in Hitze für Leute, die nicht leben wollen. Peace out.